welchen Kräften, mein Führer? In einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zur Rückwärts. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront! Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich hab das einmal mitgemacht! Das reicht! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Haben Sie noch Zweifel an deinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Aber mein Führer... Fink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Dass diese kulturlosen Besten Europa überschwemmen. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Dann suchen Sie, ne? Ich will Finnland sehen! Sofort! Mit dem Angriff Steiners. Es wurden viele Fehler gemacht, Sanse und Epic. Dann entblößen wir die Westfront. Dann soll die Armee kehrt machen! Von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Und dass ich den deutschen Lebensraum vom jüdischen Gift gesäubert habe. Nur dieser eine Augenblick. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Und Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Mein Führer, bei allem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? Ich verstehe Ihre Bedenken, Marke. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Sofort! Er hat Verrat geübt. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Gut. Weil ich jede weitgreifende Operation unmöglich mache. In einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zur Rückwärts. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Ich will Fegelein sehen! Sofort! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ja, vielleicht schon tot! Fest steht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Dann entblößen wir die Westfront. Das war ein Befehl! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Verrat, ein Versager! Was Sie mit Ihren Medizinforschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Zugleich falle ich dem Russen mit 3 Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Also dann, gute Reise. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Der Befehl des Führers ist unumstößlich. Egal, was passiert, wir werden durchhalten. Dann soll die Armee kehrt machen. Keitel. Ich verstehe nicht. Jodel. Mit welchen Kräften, mein Führer? Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Ich glaube! Dann entblößen wir die Westfront. Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Mein Führer. Ach, Unsinn!
Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Ja! Ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen? Ja! Mein Führer, die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Ja! Unerbittlich. Er wähnt sich bereits als Sieger, aber sie werden sehen, Greim. Es wird ein böses Erwachen geben. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Bringen Sie mir Fähigkeit! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Soll die Armee! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Ich war nie von der Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt. Hab mich krank! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Fegeleid! 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 Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf retten! Ich verbitte mir diesen Ton. Ich hab das einmal mitgemacht! Was hat er daraus gemacht? Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Und jetzt das! Verrat an meiner Person! An meiner Person! Ich liebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum. Ein Mädchen kaut Kabagum, ein Mädchen kaut rum. When Blackie comes down to Hilo, poor old man. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, diese Dinge selbst zu zerstören. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann schalt die Armee durch! Ein paar Wendel von uns! Aber er wird niemals kapitulieren. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Schlimmste Verrat von Jeder hat mich belogen, solange es ist. Sie nennt sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man besser Gabel hält. Albrecht! Albrecht! Der Angriff steigert mein Befehl! Und darin alle Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Wenn Frank der unbereite Baba Künstler ein anderer, ja, 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 ja! Dann entlösen wir die Westfront von allen Anfang an, wenn ich auf einen Garten und Betrauben war, der vielleicht schon da! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Arbeit! Gestatt Feiglinge! Verhalten Versager! Kapitulieren niemals! Das ist ein Bürger! Um sie zu autorisieren, behauptet er, sei krank! Na, vielleicht schon dort! Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Ich befehle sie sofort! Aber mein Führer, das war ein Befehl! Ich will sofort zum Verlust! Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich hab das einmal mitgemacht! Wieso behaupten Sie, ein Angriff wäre unwahrscheinlich? Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort als Offizier und der Führer kann nicht als unloser Flüchtling vom Patent der Weltgeschichte verschwinden. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fegelein sehen. Sofort. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat. Bringen Sie mir Fegelein. Fegelein!